Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei WOMO-Tipp Rudis Reise. Ja, ist Anja jetzt eingestiegen oder nicht? Und warum stehe ich jetzt hier auf so einem Platz? Das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt dran! Viele haben mich angeschrieben, angesprochen, Mensch, was ist denn nun mit Anja? Ist sie eingestiegen, ist sie nicht eingestiegen? Ich war jetzt ungefähr 2 Wochen dort bei ihr und ja, also es ist schon eine, sie ist eine wunderbare Frau. Sie ist wirklich wundervoll, wunderbar. Ich suche ja jemanden, der mit mir mitfährt durch Europa. Das war eigentlich so mein Wunsch. Das heißt, man muss schon irgendwie auch flexibel sein. Und nun hat sich aber doch herausgestellt, dass da ja unerwartet so viele Baustellen noch sind, dass das nicht eben so von jetzt auf gleich dann funktioniert. Ich will jetzt auf die Einzelheiten nicht eingehen, das wäre jetzt nicht richtig, sondern sie kann einfach nicht jetzt eben mal so losfahren. Es müssen einige Dinge wirklich erledigt werden, die sich erst vor kurzem erst jetzt so herausgestellt haben. Und dann habe ich so für mich persönlich so gesagt, oh, was machst du denn jetzt? Ne? Bleibst jetzt da? Oder setzt du jetzt deinen Plan um, Richtung Balkan zu fahren? Das war für mich jetzt auch wirklich nicht besonders leicht und nicht besonders einfach gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ganz, ganz, ganz schwer, gerade weil, liebe Anja, liebe Grüße von mir, weil du so ein lieber Mensch bist und das eigentlich auch insgesamt wirklich schon gepasst hätte. Aber es nützt ja nichts. Ich wäre sonst bei dir jetzt da und man müsste irgendwie gucken, ob das irgendwie so alles dann funktioniert. Oder aber ich setze meinen Plan erstmal um und fahre jetzt erstmal Richtung, oh, was war mir? Achso, ich habe gerade gebastelt und fahre erstmal dann Richtung Balkan. So, und natürlich sind noch viele, viele weitere. Ja, in den nächsten Wochen findet hier in Schleswig, ich bin jetzt gerade in Schleswig, ein Klassentreffen statt, 40-jähriges Klassentreffen. Da kann ich jetzt nicht teilnehmen, was mir so eigentlich ein bisschen auch leid tut. Das hätte ich gerne vielleicht auch noch miterlebt, aber dann kommt mein ganzer Zeitplan komplett durcheinander irgendwie und passt nicht. Deswegen, vielleicht in 5 Jahren wieder, muss ich gucken. Und wenn man jetzt so hinter mir guckt, dann sieht man da ein Wohnmobil oder einen zweiten, den Rudi und dann noch was anderes daneben. Habe ich ganz liebe Camper kennengelernt, ganz, ganz nette Leute, die jetzt auch eben halt schnell in die Werkstatt müssen. Das ist einfach so ein besonderer Punkt. Ja, so, was habe ich sonst noch zu erzählen? Auf dem Weg hierher nach Norden, ich bin jetzt lange Zeit so ein bisschen ruhiger geblieben. Ich blende jetzt mal so ein paar Bilder ein von der Fahrt. Ich bin ja zunächst erstmal stecken geblieben in den Pyrenäen. Und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass da so ein Schnee kommen würde. Das ist ja nun gar nicht so lange her, das sind gerade mal 2 Wochen her, bin ich voll alpin im Schnee stecken geblieben. Und insofern, auch das war eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen möchte. Ich zumindest nicht nochmal. Also ich würde über die Pyrenäen hier einen großen Weg herum machen. Dann bin ich durch Frankreich direkt hochgefahren, direkt hier oben hin, habe nichts Großes mehr. Bin nicht über losgegangen, habe nicht 4.000 Euro eingezogen, sondern bin direkt hierher gefahren, um Anja kennenzulernen. Und wir haben auch wirklich eine Menge gemacht, auch da. Blende ich vielleicht auch mal noch am Ende noch so ein paar Bilder ein. Ja, jetzt eben habe ich gerade noch an meinem Wagen ein bisschen gebastelt. Die Soganlage klemmte, warum auch immer. Ich habe sie einfach mal auseinandergeschraubt, sauber gemacht. Der Lüfter saß ein bisschen fest, einfach mal wieder frei gemacht, war in Ordnung. Und ja, jetzt funktioniert sie wieder. Also war gar nichts Großes gewesen, Strom war da, alles bestens, keine Sicherung raus, sondern einfach nur das Lüfterrad verhakt. Kann ja mal passieren. So, jetzt habe ich hier morgen früh noch einen Termin in der Werkstatt. Ich habe gedacht, ja, mal vorsichtshalber die Reifen anschauen, die Handbremse muss mal durchguckt werden, dann das, die bekannten Sachen, Ölwechsel, Luftfilter, dass man dann so sagen kann, es ist alles soweit wieder auf Vordermann, dass man dann Richtung Balkan fahren kann. Dann habe ich mir noch mal angeschaut, gerade weil jetzt eben die Frage war, fährt Anja mit oder nicht, habe ich mir auch noch mal Motorräder angeschaut. Ich habe ja ein Motorrad mit, eine Honda CBR 300 oder CB300R, so heißt sie richtig, die Honda. Ein wunderschönes Motorrad gibt es in Deutschland nicht, weil es eben hier, ne, hat nur 30 PS. Die Anfänger dürfen bis 48 PS fahren. Da kauft sich ja keiner ein 30 PS Motorrad. Ich bin damit bestens zufrieden, weil das ideal ist, wirklich ideal für Camper, weil das so relativ leicht ist. So, und nun bin ich schon ein bisschen gucken, wenn man da zu zweit fährt, ob man dann nicht eventuell doch ein bisschen eins hat, das ein bisschen mehr PS hat. Und da habe ich mir dann die Honda CB 750
Hornet mal angeschaut. Hat 750 Kubik, hat, jetzt muss ich überlegen, 92 PS. Also das ist ausreichend Reserve, um jeden Berg hochzukommen. Wiegt allerdings auch 46 Kilo mehr. Sodass die Frage ist, kann ich das eben halt bei mir, der Anhänger steht jetzt da vorne hinter mir, da steht der Anhänger. Schaffe ich das da so ohne weiteres, das so reinzuladen? Oder eben ist die vielleicht, ja, vielleicht zu schwer? Ich glaube, da ist noch so viel Reserve, dass ich das schaffen könnte, das dort noch mit reinzuladen stattdessen. Ich müsste gucken. Aber jetzt nehme ich erstmal die CB300R mit in den, auf die Fahrt in den Balkan runter. Und jetzt zeige ich gleich nochmal, wo ich jetzt eigentlich ganz genau hin möchte und wie mein Plan da so aussieht. Dann hier ist der Ausgangspunkt. Hier bin ich jetzt gerade in Schleswig-Holstein. Ich war ja runtergefahren, einmal um die Iberische Halbinsel rum, von da aus dann hoch um ja, die Ostsee herum bis zum Nordkap. Von dort bin ich ja dann wieder runtergefahren bis nach Mazarrón, hier diese Ecke hier und bei Cartagena. Und bin dann von dort jetzt erstmal wieder hochgedüst hier nach Schleswig-Holstein. Und jetzt stehe ich erstmal hier, wahrscheinlich noch so ungefähr 2 Wochen. Und von dort habe ich dann vor, ja, vielleicht durch Polen, dann die Slowakei, Ungarn, dann muss ich gucken, hier Rumänien, Bulgarien bis nach Istanbul. Und da hört das plötzlich meine Europakarte auch auf, denn in Europa geht ja nur bis Istanbul, bis zum Bosporus, wo der Bosporus ist hier gar nicht drauf. Und möchte dann aber dann hier in die, das ist jetzt da, wo die Taschenlampe ungefähr hängt, da will ich ungefähr hin. Ja, nach Kappadokien, nach Derinkuyo, das ist so mein Ziel, wo ich gerne hin möchte. Ob das alles so klappt, weiß ich noch nicht. Es gibt eine Sache, die mich wirklich echt stört. Wenn man jetzt hier Richtung Spanien, Frankreich runterfährt, gibt es ein Mautgerät, damit kann man alles, ja, hervorragend machen, geht bestens. Aber wenn man hier in diesem Bereich fährt, in jedem Land sind andere Regelungen. Ich hab irgendwann einfach aufgegeben und gesagt, man kann das so machen, ich will es gar nicht. Ich fahre jetzt mautfreie Strecken, das ist mir vollkommen Wurst, oder ich fahre jetzt irgendwo mal hin, wo man dann direkt bezahlen kann. Aber wenn es dann heißt, ja, wenn man da vergisst, irgendwo so einen Aufkleber aufzukleben, dann kostet es 800 Euro, da habe ich echt keine Lust zu. Also ich muss ehrlich sagen, ich fahre jetzt einmal runter, weil ich gerne da hin möchte, aber nicht, weil ich das jetzt unbedingt toll finde. Also Leute, wir leben in der EU und es gibt hier so viele verschiedene Regelungen im Balkanbereich, was die Maut angeht. Warum gibt es hier nicht ein einheitliches Gerät? Ich kann durchfahren und es wird abgebucht, fertig ist die Nase. Nein, gibt's nicht. Die haben was anderes, die haben was anderes, die haben was anderes, die haben was anderes. Jeder hat sein eigenes System. Oh. EU, ihr habt echt noch was zu tun. 4 verschiedene Gassysteme, da unterschiedliche Mautsysteme. Wofür haben wir die EU eigentlich? Na gut, für eine Außengrenze. Aber Leute, da könntet ihr mal tätig werden. Die Zeitumstellung abschreiben und so weiter. Es gibt so viele Punkte. Warum macht ihr da, lässt ihr das zu, dass da so viele Einzelheiten sind? Ich verstehe es nicht. Egal. Also, das war erstmal der Plan. Also ich will hier runter. Ihr dürft ja gerne mir mal ein paar Tipps geben hier für den Balkan. Was genau sollte man sich da anschauen? Wo sollte man hin? Also ich weiß, dass hier in Polen zum Beispiel ein hervorragendes Bergwerk da ist, so ein Salzbergwerk. Und was kann man sich hier noch alles anschauen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Gebt mir mal Tipps. Ich würde natürlich einmal, ich sag mal, ziemlich schnell da durchfahren, mir vieles angucken. Und vor allen Dingen, natürlich muss ich auch schauen, dass ich diesen Bereich hier umfahre. Muss auch nicht unbedingt sein. Also ich werde hier direkt Richtung Türkei fahren und hoffen, dass es alles gut geht. So. Das war erstmal der Stand der Dinge. Ihr seht ihr hier nichts, denn das ist eine Flasche aus Spanien. Dort gibt es ja kein Pfandsystem. Aber als ich nach Spanien gefahren bin, habe ich mir dann zum Beispiel natürlich Mineralwasserflaschen und so weiter mit Pfand mitgenommen, die ich natürlich dann alle entsorgen musste. So, und jetzt kommt hier, es geht mir dann ein bisschen schwierig, kommt dann jetzt hier dieses Etikett drauf und dann kommt das in Deutschland wieder in den Automaten rein. Also meine Empfehlung für euch: Nehmt die leeren Flaschen aus Spanien wieder mit, entsorgt sie dort nicht einfach. Und wenn ihr dann Flaschen aus Deutschland mitgenommen habt, macht da das Etikett ab und dann ab auf die spanische Flasche und rein in den deutschen Automaten. So, heute ist hier was ganz Besonderes im Dom, nämlich ein großes Konzert. Und wir gehen da mal gemeinsam rein. Das ist hier der Schleswiger Dom. Und man darf hier nicht blitzen, aber meine Kamera müsste das auch so hinbekommen. Hier ist nämlich vom Lions Club heute ein Konzert. Das ist hier auch entsprechend angeschrieben. Heute im Dom, 12 Uhr eine Führung, Besichtigungsende 16 Uhr und 19.30 Uhr ist dann das Konzert. Und zwar dieses hier, das Lions Benefizkonzert 2024 hier im Dom. Wir gehen jetzt mal hier rein
und nehme mal so den Moment hier mal so ein bisschen auf. Ich versuche mal die Menschen nicht aufzunehmen. Und wir sehen ihn hier, sind schon die Musiker am Üben sind. Und wir schauen uns einfach mal den Dom mal hier so an, wie schön der ist. Also es geht heute Abend 19.30 Uhr los hier mit dem Konzert im Dom in Schleswig. Hinter mir sind die Musiker, die sich schon alle einspielen und fertig machen. Und ich will euch jetzt noch mal zeigen hier, wie schön das ist oben mit der Orgel auf der Empore oben drauf. Das ist der Schleswiger Dom, ein ganz toller Punkt. Ja, das ist dann, wenn man mit dem Camper nach Hause fährt und dann noch ein bisschen Ehrenamt mitmachen darf. Das ist wunderbar. Ich habe hier noch eine extra Aufgabe bekommen, was ich hinterher machen darf. Das werde ich nochmal berichten. Die Musik von dem Konzert kann ich natürlich hier nicht im Video wiedergeben. Daher nur ein kleiner Anblick eben halt von den Solisten und dem Chor. So, bei dem Konzert ist jetzt hier gerade Pause. Es wurde Beethoven gespielt. War sehr schön gewesen, muss ich sagen. Und nun holen sich viele ein Getränk bzw. ein Brezel und vielleicht geht es wieder weiter. So, ich laufe mal gerade so ein bisschen rum und schauen wir gerade an. Hinter mir da haben die gerade eben gespielt und nach die Musiker müssen sich jetzt ein bisschen ausruhen. Ja, ist ja eine große Konzentration, die da beim Spielen aufgebracht werden muss. Ja, und das ist so ein bisschen jetzt eine doppelte ausgelassene Stimmung hier mittendrin. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, dieses Konzert von den Lions einmal im Jahr, im März in Schleswig, ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und zwar ein Gewinn eben natürlich für die Ohren, wegen der Musik, aber auch, weil die Eintrittsgelder für einen guten Zweck sind, nämlich für die Kinder und Jugendlichen in Schleswig. Also lohnt es sich auf jeden Fall, sich eine Karte zu holen. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Alles für einen guten Zweck. Es ist jetzt 20.10 Uhr, das Konzert ist jetzt zu Ende, es war wundervoll gewesen. Ich habe die Zeit ein bisschen genutzt, mir die Musik angehört und trotzdem naja, noch ein bisschen was gemacht nebenbei. Also es war wundervoll. Die haben sich alle ins Zeug gegeben. Wenn man denkt, wie lange da geübt wird, ist einfach Wahnsinn. Ja, da kam Henning vorbei. Ich zeige hier noch einmal das Programm. Das Konzert hat sich also wirklich absolut gelohnt, kann ich nur empfehlen. Also nächstes Jahr rechtzeitig Karten sichern. Und dann aber schockschwere Not. Das Motorrad, der Ständer hat sich in den Boden versenkt durch den Regen. Da lag dann das Motorrad auf der Seite und musste erstmal wieder aufgerichtet werden. Es ist nichts passiert und dann habe ich etwas Neues ausprobiert. Vor ein paar Tagen hat es so viel geregnet, dass sich der Ständer von meinem Motorrad in den Boden reingedrückt hat. Wir haben jetzt da mal so ein Brett untergelegt und ich habe jetzt hier so ein Vergrößerung des Ständers vom Ständer, also eine Ständervergrößerung fürs Motorrad, dass man dann da ranbauen kann und dann sollte dann die Fläche so groß sein, dass sie sich dann nicht mehr in den Boden reindrückt. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe dann den Ständer gereinigt, dann diese Platte angeschraubt, das geht ganz einfach mit so einem Inbusschraubenschlüssel und drei Schrauben. Und tatsächlich hat es dann auch gut funktioniert. Im nächsten Video kann ich dann davon mal ein Bild zeigen. Jetzt zumindest das Motorrad verladen, ich komme da gar nicht ran. Aber das funktioniert gut. Ich habe die Platte mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Herzliche Grüße dann nochmal an Sabine und Heiko. Beide hatte ich ja getroffen am Nordcup. Das verlinke ich unten nochmal, das Video. Wir haben uns dann jetzt in Schleswig nochmal wieder getroffen, haben uns dann zu einer Pizza dann zusammengesetzt. Und das war ein schöner, angenehmer Abend. Liebe Grüße an euch beide. Auch Camper müssen mal zum Baumarkt. Ich bin ja so ein Freund von den farbenkräftigen Bildern und wenn man durch den Baumarkt geht und die Augen ein bisschen offen hält, sieht man so schöne, tolle Motive, wie hier die Windräder zum Beispiel, so mit kräftigen Farben oder auch in der Farbenabteilung. Die Farben selber natürlich, wenn sie so nebeneinander stehen, finde ich einfach wunderbar. Oder die Kehrschaufeln hier zum Beispiel. Ich mag es einfach gerne. Mit diesen Bildern möchte ich mich dann auch von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch dann ein Like und abonniert den Kanal oder schreibt was in die Kommentare hinein, wenn ihr da irgendwo noch eine Anmerkung dazu habt. Ich stehe nun vor der Werkstatt, hier verbringe ich eine Nacht und werde euch dann weiter berichten. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.
Ja, typisch Schleswig-Holstein, würde ich sagen, hier, ne? Ziemlich Nieselregen, ja, warm geht anders. Ich habe jetzt so ein paar Termine heute Morgen gemacht, bin hier nochmal gerade beim Motorradhändler und habe nochmal nach einem vielleicht etwas größeren Motorrad geguckt. Hatte heute Morgen schon einen Termin beim Arzt und ja, jetzt düse ich gleich wieder zurück und hoffe ich, dass ich einigermaßen, naja, trocken war es eben halt nicht. Ne? Ich werde nicht trocken ankommen. Also, trocken wäre schon schön. Und hier macht Anja jetzt Hundeleckerlis mit so einer Silikonmatte. Und da sind die jetzt schon fertig. Und die waren hier im Backofen drin. Und so werden hier jetzt Leckerlis gemacht. Was hast du da reingetan, Anja? Thunfischei, Buchweizenmehl. Und ein bisschen Wasser, mehr nicht. Die kommen gut an. Ja. Super. Leckerli.